Frühstück, Pre-Workout, erste Mahlzeit, keine Ahnung, wie man es halt nennen möchte. Ein Rührei, also naja, Rührei mit Tomaten, so, also ja, genau. Ein Fos-BCA, mega entspannt, so, ja. Und sauren Gurken, also salzige Gurken, keine Ahnung. Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich war heute wieder relativ früh wach. Jetzt ist es allerdings schon kurz nach 12 und ich gehe gerade Gassi. Und warum ich nicht direkt ins Training gefahren bin heute Morgen, war einfach aus dem Grund, ja, erstens musste ich nicht, weil ich nichts zu tun hatte. Beziehungsweise musste ich erst abends zur Arbeit und deshalb hat es gepasst, dass ich nicht direkt morgen früh ins Training gefahren bin. Weil nach dem Training gestern, muss ich sagen, habe ich mich dazu entschlossen, doch wieder mittags zu gehen. Also was heißt wieder? Es war ja gestern nur eine Ausnahme. Und heute gehe ich wieder mittags trainieren, einfach weil ich in dem Rhythmus drin bin und ich ein gutes Training haben möchte. Komm, Gassi! Heute steht wieder ein Push-Training an und ich werde auf jeden Fall merken, ob mir dieser eine Rest-Day fehlt im Training oder nicht. Ja, deshalb erstmal ein bisschen Gas gehen und dann fahre ich auch schon ins Training. Und ja. Übrigens habe ich dieses eine Objektiv, was gestern kaputt war, repariert. Also dieses Fisheye-Objektiv. Das ist ja dieses Weitwinkel-Objektiv. Ich habe es auch schon benutzt. Das ist mega geil. Also für Snapchat oder Instagram habe ich es gerade mal so ein bisschen rumprobiert. Bei Snapchat besonders geil, wenn man filmen will. Und ja, voll geil. Übrigens wollte ich ja noch sagen, warum ich überhaupt am Sonntag nicht trainieren kann und am Montag nicht trainieren kann. Am Sonntag fahre ich mit meiner Schwester und so in den Serengeti-Park. Also da, wo es Tiere gibt. Ha. Was ist das denn? Kann man eine kleine Trainingseinheit einschmeißen hier? Also nicht ich, wenn dann der Hund. Genau, Sonntag Serengeti Park und Montag ist es geplant mit Nils und ein paar anderen Freunden und ja, Freunde von Freunden und so weiter und so fort. In den Heidepark zu fahren, das ist so ein, ja, eigentlich kennt man Heidepark. Also ein Freizeitpark halt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer Heidepark kennt, wer da schon mal war. Genau, und ich werde auf jeden Fall, ja, ganz viel Snapchat machen. Ganz viel Snapchat benutzen. Deshalb könnt ihr mir ja da folgen einfach. Ich blende es hier irgendwo ein. Und ja, Snapchat ist auf jeden Fall mega geil, feier ich. Es gibt Tage, da ist man ein bisschen aktiver. Und es gibt Tage, da hat man irgendwie keinen Bock auf Snapchat. Irgendwie, keine Ahnung. Aber Snapchat, Bombe. Ob ich da extra Videos noch mache, weiß ich noch nicht. Ja, wenn ja, wird auf jeden Fall ein Video kommen. Ja. Ich glaube, dieses Video seht ihr am Sonntag. Ich weiß es gerade gar nicht. Und ja, das heißt, dass die Videos dann am Dienstag oder Mittwoch folgen würden. Nun, es wird windig. Ich fahre jetzt gleich ins Training. Ich melde mich da wieder. Heftig. Was ist denn jetzt hier? Pre-Workout, erstmal ein Monster. Ich muss sagen, irgendwie ist das mega geil, so vor dem Training einfach so ein Getränk zu trinken. Selbst wenn es nur Placebo-Effekt ist, aber einfach so ein Getränk vor dem Training ist echt ganz nice. Allerdings werde ich hier nicht so lange rumchillen und das Training, sondern ich werde auch direkt spätestens um 2 anfangen zu trainieren, weil ich dann doch nicht so viel Zeit habe. Also dieser Moment, wenn dir einfällt oder auffällt, dass du kein Wechselshirt dabei hast. Scheiße. So viel zu 14 Uhr. Hat doch nicht so ganz geklappt. Allerdings geht's jetzt los. Ich habe mich ordentlich aufgewärmt. Jetzt gibt es den ersten Arbeitssatz mit 80 Kilo. Wie letztes Mal auch schon, habe ich ja gesagt, werde ich nochmal machen. Und bin gespannt. Das war der erste Satz und der war schon unnormal schwer. Also ich glaube, ein Tag Regeneration hätte auf jeden Fall nicht geschadet. Mal gucken, eventuell werde ich die nächsten Trainingseinheiten einfach, beziehungsweise auch die nächsten Übungen, ein bisschen, ja, ich sag mal, Freestyle gestalten. Das werde ich auf jeden Fall noch durchziehen, zu Ende gucken. Wenn ich merke, heute wird es nichts, werde ich auf jeden Fall weniger Gewicht nehmen. Wie gesagt, die nächsten 4 Tage werde ich erstmal ein bisschen entspannter machen. Also, was heißt 4 Tage? 2 Tage. Heute Push, morgen Pull. Pull werde ich auch anders gestalten. Und ab nächster Woche wieder ganz normal den Plan, den ich habe. Ja, so Mini-Deload, Mini-Freestyle-Training, Mini-Pause, was auch immer. Ja, sieht so aus, als würde ich erstmal
das Gewicht nicht mehr machen. Das ist schon krass, was ein Restday ausmacht. Allerdings ist das, denke ich, auch sehr viel Kopfsache, beziehungsweise so Gewöhnungssache. Damals sind wir auch eine Zeit lang immer 6 Tage durchgegangen und dann hatten wir immer ein Restday, 1 bis 2 Restdays. Und das war auch nie ein Problem, aber jetzt merke ich schon so, ja, ein Tag, eigentlich wäre morgen Push. Also keine Ahnung, es ist ziemlich viel Kopfsache und eine Frage der Regeneration. Allerdings, wie gesagt, ich hatte vor, bald mal wieder einen Deload zu machen. Und ich denke mal, ich werde jetzt die nächsten Trainingseinheiten, also morgen, übermorgen, chillig, ganz entspannt, einfach Freestyle trainieren. Ihr wisst ja, wie ich das mache. Ich mache einfach Freestyle. Und dann habe ich insgesamt sozusagen 2 lockere Trainingseinheiten, beziehungsweise Freestyle-Trainingseinheiten und 2 Rest-Days. Und Dienstag oder Mittwoch, das weiß ich noch nicht, wird es dann wieder ins Training gehen. Ja, und dann wieder mit ganz normal Push, Pull, Legs, Pause, Push, Pull, Legs. Allerdings habe ich überlegt, das habe ich schon länger überlegt, dass ich Schrägbank und Langhantel im 5x5 machen werde, anstatt im 4x6. Das heißt, ich stelle da nur das System um und werde dann mit 75 oder 72,5 einstarten, so mit 5x5 und dann die restlichen Übungen, denke ich mal, bleiben so, wie sie waren. Ich möchte noch eine andere zweite Übung, weil dieses Negativbankdrücken ist zwar übertrieben geil, allerdings ist das immer so belassen, halt dieses Umsetzen ist halt schon extrem, ja, ich sag mal, umständlich. Ich hatte mich zwar daran gewöhnt, wollte ich eigentlich auch drin lassen, ja, überlege ich auf jeden Fall noch. Heute werde ich es auf jeden Fall nicht machen, heute werde ich eine andere Übung machen, und zwar die hier. Ganz normale Dips, beziehungsweise nicht ganz normal mit angezogenem Bein und den Ellbogen aus. So werde ich erstmal, ja, heute weiter trainieren und mal gucken, ob ich sie dann einbaue oder nicht. Ich denke mal ehrlich. Das Training war mega random. Ich bin schon wieder zu Hause. Post-Workout gibt es bei mir gleich eine kleine, also eine große Portion. Reis mit Hähnchen und Gemüse, also übelstes Bro-Meal. Und ein bisschen Wassermelone. Ich bin immer noch nicht umgezogen, deshalb muss ich die Kamera gleich ausmachen, essen, umziehen, weil ich gleich los muss wieder. Und dann melde ich mich heute Abend wieder, wenn ich wieder irgendwas esse. Ziemlich stressig gerade. Ich habe noch eine... Mach die Kamera aus. Ich habe gerade nochmal dasselbe wie vorhin gegessen und dann hatte ich noch, also jetzt habe ich Bock auf was Süßes. Deshalb habe ich mir hier einen Haferbrei gemacht mit Kirschen, einfach nur ein paar Kirschen ganz normal reingemacht und Choco Whey. Riecht mega nice. Ja, das werde ich mir jetzt gönnen. Dann geht's auch schon bald ins Bett und morgen früh muss ich wieder raus und ganz, ja, morgen Samstag. Mal sehen, was ich mache. Auf jeden Fall bis, ja, bis dann. Dadurch, dass ich gestern doch sehr spät ins Bett gegangen bin, so gegen 2 und mein Wecker um 7:30 geklingelt hat, war der Samstag jetzt nicht so spektakulär bei mir. Ich war nur morgens Gassi, dann habe ich mich nochmal schlafen gelegt, weil ich extrem müde war. Und dann habe ich noch ein paar Stündchen gepennt und dann bin ich nochmal mittags Gassi gegangen. Hab was richtig Saftiges gekocht, gegessen, seht ihr jetzt. Sonst habe ich da noch ein bisschen was am Video gemacht und wollte noch ein paar Kommentare eigentlich beantworten. Allerdings dachte ich, ich nutze die jetzt, die Zeit, wo ich hier Gassi gehe, wieder dafür ein paar Kommentare zu beantworten bzw. aufzunehmen. Deshalb habe ich hier wieder mein Handy mit der anderen Hülle. Habe die Hülle mal wieder getauscht, wieder auf die schwarze Seite. Bin auch komplett schwarz angezogen. Ach ja, und nachher geht's das Deutschlandspiel gucken mit meiner Schwester und Co. Eventuell werde ich auch noch ein paar Aufnahmen machen. Wieder mal ein Regenbogen bei einem Deutschlandspiel. Ich glaube, das wird, ja, das heißt irgendwas. Wir haben hier so eine, ja, ich sag mal, Halle, Lokhalle heißt die. Da wird immer, wenn WM oder EM oder, ja, da finden generell Veranstaltungen statt. Und wenn WM und EM ist, gibt's da immer so, ja, die deutschen Spiele kann man halt gucken. Public Viewing Style, und da werde ich mit meiner Schwester und Co. nachher hingehen. Eigentlich hatte ich nicht vor, so, ja, dahin zu gehen. Ich war einmal da, aber hatte eigentlich gar keinen Bock drauf, weil das immer viel zu voll ist. Und ja, ich bin gespannt, wie Deutschland spielt. Ich werde vielleicht ein paar Aufnahmen machen mit meinem Handy, mit den Objektiven vielleicht. Ihr wisst Bescheid. Und ich muss sagen, mir ist gerade aufgefallen,
Kommentare beantworten, so im Gehen, im Laufen, im Vlog-Style, ist irgendwie ein bisschen komisch. Feiere ich selber nicht so, dass ich die ganze Zeit jetzt gucken muss, welche Kommentare. Ich wollte ein, zwei Kommentare beantworten, es sind auch nicht so viele gewesen. Mache ich ja mal ganz gern so zwischendurch. Allerdings habe ich überlegt, werde ich, denke ich, ein eigenständiges Q&A-Kommentare kommentieren, Video machen. Kann auf jeden Fall auch mal wieder kommen. Deshalb könnt ihr ja hier einfach eure Kommentare oder Fragen, also Kommentare kommentieren, eure Fragen kommentieren. Was? Ich finde, das ist irgendwie so ein ziemlicher Laber-Vlog geworden. Also ich bin viel spazieren gegangen und habe viel gelabert. Allerdings muss ich sagen, dass ich sowas auch manchmal ganz geil finde. Einfach so, ja, ein bisschen was zu erzählen. Und gestern war ich auch noch trainieren. Also so, ja, so inhaltslos war es jetzt nicht. Ich habe ja einige Sachen erzählt, die, ja, demnächst kommen. Also auf jeden Fall noch geile Vlogs. Ich hoffe, geile Vlogs aus dem Serengeti-Park und aus dem Heidepark. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, ich denke mal, damit beende ich auch dieses Video hier. Es passt perfekt. Übrigens, wie gesagt, folgt mir auf jeden Fall bei Snapchat und vielleicht auch bei Instagram, wenn ihr Bock habt. Ja, da werde ich auf jeden Fall die nächsten Tage auch viel posten, beziehungsweise generell die nächste Zeit bei Snapchat sehr viel posten. Und damit ich nicht im Gegenlicht bin, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das so ist, dann freut mich das natürlich auch. Ich sage wie immer nicht, gebt dem Daumen ein Video nach oben, sondern macht, was ihr wollt. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das macht und noch bei den nächsten Videos vorbeischaut. Und die Sonne blendet mir gerade ins Gesicht und ich sehe gerade gar nichts. Aber ja, ich hoffe, bis zum nächsten Video. Drop bombs like Baghdad.